Herzlich willkommen in der Ferrandi-Schule Paris für französische Gastronomie. Seit fast 100 Jahren bilden wir Chefköche aus. Alle unsere Lehrer sind entweder ausgezeichnete Handwerksmeister oder Chefköche in Restaurants mit Michelin-Sternen. Mein Name ist Christophe Arton, MOF Handwerksmeister, und ich arbeite seit 12 Jahren bei Ferrandi Paris. Heute werden wir Produkte der französischen Marke Staub vergleichen. Das erste Produkt ist ein klassischer schwarz-matt emaillierter Staub-Räter. Das zweite Produkt ist ein Staub-Räter mit einer glatt cremefarbenen Emaillbeschichtung. Zum Testen werden wir Gerichte nach verschiedenen Methoden zubereiten. Bei jedem Gericht vergleichen wir die Resultate der verschiedenen Beschichtungen, um dem Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern. Im cremefarben beschichteten Bräter ergibt sich eine gleichmäßige Bräunung. Jedoch ist die obere Schicht sehr stark karamellisiert, was unangenehm ist. Hier sieht man es ziemlich gut. Es sind keinerlei Rückstände am Boden zu sehen. Sehr interessant. Wie Sie sehen, haften die Beilagen nicht am Boden an, so dass wir ganz einfach den Fleischsaft abgießen können. Hier sehen Sie einen richtigen Unterschied. Der Saft haftet häufig am Boden an. Unsere Kochflüssigkeit hat sich nur wenig reduziert. Das Fleisch hat immer noch eine schöne Farbe und an den Seiten der Kokotte sind keine Rückstände zu sehen. Die geringe Reduzierung der Flüssigkeit ist der Qualität des Deckels geschuldet, da durch die Tropfenstruktur Feuchtigkeit gleichmäßig zurück in den Bräter gelangt. An den Seiten sind viele bräunliche Rückstände zu sehen. Das bedeutet, dass sich die konzentrierten Aromen nicht nur im Saft sammeln, sondern auch an den Seiten des Topfes absetzen. Sehr schade. Ich persönlich würde mich aufgrund der besseren Ergebnisse für den Bräter mit der schwarz-matten Email entscheiden. Es gab eine sichtbare Veränderung. Man sieht eine leichte Bräunung. An dem schwarz beschichteten Boden haftet nichts an. Hier ebenso. Das Ergebnis ist sehr gut sichtbar. An der Beschichtung ist überhaupt nichts hängen geblieben. Zusammenfassend ein optimales Ergebnis. Beide Innenemaillierungen führen zu dem gleichen Ergebnis. Keine Rückstände an dem innenschwarzen oder dem cremefarbenen Bräter. Ein Unentschieden. Sieht gut aus. Der Bräter hat wie erwartet eine gleichmäßige Bräunung erzeugt. Das Kalbfleisch haftet überhaupt nicht an den Seiten an. Ich würde sagen, dass hier keine Accroche au niveau de la matière de la côte de veau. Il y a absolument rien. In diesem Bräter stellen wir fest, dass die Butter regelmäßig umgerührt werden muss, um ein Anbrennen zu verhindern. Während des Kochens haftet das Fleisch etwas an. Ich denke, der Vorteil des schwarzen Bräters liegt darin, dass er aufgrund der rauen Oberfläche zu einer besseren, regelmäßigeren Bräunung führt und weniger Fleisch haften bleibt. Das Kalbfleisch lässt sich ganz leicht entnehmen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Fazit: Bei dem innen schwarzen Bräter bleibt nichts am Boden haften. Hier sehen wir, dass ein paar kleine Stücke am Boden angehaftet sind, was unerfreulich ist. Das ist ein bisschen lästig. Um etwas schnell zuzubereiten, wie zum Beispiel Kalbfleisch, würde ich den innen schwarzen Bräter nehmen. In puncto Reinigung sind bei dem cremefarbenen Bräter viel mehr Rückstände zu entfernen. Der schwarze Bräter lässt sich viel einfacher reinigen.
Sobald das Wasser zu kochen beginnt, decken wir den Bräter zu und kochen das Gemüse 4 bis 5 Minuten. Die Karotten sind gar. Am Boden ist nichts angehaftet. An den Seiten sind keine Rückstände zu sehen und ganz wenig ist verdampft. Ein sehr gutes Ergebnis. Gleichmäßiges Dünsten, gute Umgebungstemperatur, keine Rückstände am Boden oder an den Seiten. Ein sehr gutes Ergebnis. Die Ergebnisse sind identisch. Beide Bräter erzielen ein sehr gutes Ergebnis. Um unseren Kunden die Wahl zwischen den beiden Ausführungen zu erleichtern, können wir die Ergebnisse wie folgt vergleichen. Die schwarze Innenemaille ist eindeutig vielseitiger mit hervorragenden Ergebnissen unter allen Zubereitungsbedingungen, obwohl sie eher auf etwas anspruchsvollere Hobbyköche ausgerichtet ist. Andererseits ist die cremefarbene Innenemaille ideal für Anfänger oder Gelegenheitsköche. Die helle Unterseite erleichtert das Kontrollieren des Zubereitungsfortschritts.